Was geht, Freunde? Willkommen auf meinem Channel. Habe ich das sonst immer so gesagt? Es ist schon zu lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wie mein Intro ist. Jedenfalls gucken wir uns heute die Fresse von 6ix9ine an. So, zweiter Teil. Ihr interessiert euch ein bisschen so für Face-Tattoos. Ich würde sagen, das gehen wir mal durch. Ich habe auch ein paar. Vielleicht mache ich mal ein Video dazu. Ich habe endlich wieder ein bisschen Zeit. Warum ich mich so von unten filme, liegt daran, die Kamera liegt auf meinem Platz und links daneben ist der Laptop. Deswegen sieht es so ein bisschen aus, als wäre ich hier Napoleon. Gut, gucken wir uns das Gesicht an. Ich versuche mal immer so mein Gesicht, also hier, wo ich halt laber, versuche ich mal irgendwo hinzuschneiden, hinzusetzen, meine ich, und ja, sprich, dass ihr schön 6ix9ine natürlich in voller Pracht sehen könnt, ne? Wir fangen an. Das erste, was ich hier sehe, ist, ich habe ja mehrere Bilder gemacht, die gehen wir durch. Ja, das ist so Nummer 1. Was mir auffällt, ist natürlich sofort von Saw die Puppe, ja? Die auf dem Dreirad, die ganz bekannte, ich weiß nicht, ob ihr Saw da draußen kennt, ist auf jeden Fall was ziemlich Geiles, muss ich sagen. Fängt irgendwann an, wo man sich denkt, so, ist scheiße, aber irgendwann, ich glaube, 7., 8., 700. Teil, wird es eigentlich wieder ganz cool. Ja, schaffen übrigens selten Filme, fällt mir gerade auf, dass die Trilogien gut sind. Also, beziehungsweise wieder gut werden. Ja, jedenfalls haben wir hier, da, dort, das, gehen wir mal näher ran, das Gesicht, Sprachfehler, Salzstange im Mund, ich muss jetzt mal aufpassen, was ich sage. Ja, was soll ich sagen, ich finde nicht, dass das persönlich aussieht wie die Puppe von Saw. Ja, die bekannte Puppe auf dem Dreirad ist das meiner Meinung nach nicht. Was er sich dabei gedacht hat, frage ich mich bis heute. Denn, wie sieht es aus? Du gehst rein in ein Tattoo-Studio oder er hat sich das von irgendeinem Homie stechen lassen. Das ist ja so ein bisschen auch beliebt, sich Tattoos nicht mit Absicht, aber irgendwie schlecht stechen zu lassen. Keine Ahnung. Ich finde nämlich, die Position von diesem Tattoo ist völlig fehl am Platz. Es ist mitten auf der Wange. Meiner Meinung nach ist es nicht der Körperform angepasst. Es wirkt einfach fehl am Platz. Ich finde auch nicht, dass es aussieht wie die Puppe. Es sieht ganz komisch aus. Total scheiße, muss ich ganz ehrlich zugeben, bei 6ix9ine, ja, sieht irgendwie nicht cool aus. Gucken wir uns mal das nächste an, wir haben hier gleich noch so einen Treffer, und zwar, ich weiß gar nicht, was da steht, vielleicht wisst ihr das ja, vielleicht kennt der eine oder andere sich damit aus, was 6ix9ine so alles in der Fresse hat, schreibt es einfach in die Kommentare, oder was sagt ihr denn zu Gesichtstattoos? Nicht jetzt selber an euch, sondern was findet ihr, sind Tattoos im Gesicht cool? Also findet ihr schön, kann man das jetzt ansehen oder sagt ihr eher, no, das ist ein No-Go. Also einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich finde hier den Farbverlauf, den Wechsel, meine Maus könnt ihr wieder folgen, rot, schwarz, rot, schwarz, rot, schwarz, eigentlich ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es irgendwie cool gemacht. Aber was dazwischen ist, ich denke mal, das Tattoo war vorher da. Ich weiß nicht, ob der Oscar, ich weiß nicht, ob das ein D oder ein T ist oder weiß ich was. Nein, R meine ich. Oscar? Ich glaube, das ist Oscar. Ich glaube, da steht Oscar. Ja, keine Ahnung, was es bedeutet. Fragt mich nicht. Auf diesem Bild nehme ich noch eins vor, und zwar Brooklyn. Steht hier oben schön drauf, ja. Anscheinend New Yorker, ja, Motherfucker. Hat er, glaube ich, vor kurzem erst ein Video rausgebracht. Wie heißt denn das? Panini? Nee. Punani, Punani, ja stimmt, Punani ist, glaube ich. Wo er denn schön auf der Brooklyn Bridge, Bridge langfährt, glaube ich, oder ist er lang gelaufen? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er hier oben schön Brooklyn stehen, finde ich. Also auch das hier mit dem Oscar, mit dem Rot, finde ich, ist jetzt nicht fair im Platz. Das Oscar, ja, also die Schrift völlig fair im Platz, weil es auch irgendwie so ein bisschen schräg wirkt. Kann aber sein, dass er an seinem Zopf jetzt liegt. Ja, nee, finde ich, das sieht irgendwie nicht so doll aus, aber das Brooklyn, finde ich, ist schon gut platziert, weil es ist direkt oben, ja, sitzt auf der, naja, nicht Kopfhaut, aber es fängt halt da an, wo die Haare halt quasi sind. Ich finde, es ist ganz cool gesetzt, die Schattierungen, ja, lassen zu wünschen übrig, man könnte hier noch da ein bisschen nuancenmäßig was andunkeln, aber an sich ganz okay, Schriftzug ist, wie gesagt, Geschmackssache, da kann man nie was sagen. Ja, würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Bild. The Picture. Das habe ich genommen. Warum? Weil wir haben hier auf der rechten Seite zwei Dinge oben an der Stirn.
Ich weiß immer nicht, ob das jetzt spiegelverkehrt ist, ob das jetzt eigentlich die linke Seite ist oder die rechte, ist ja auch völlig egal. Jedenfalls, so wie ich es sehe, ist es gerade die rechte. Und das habe ich, warum habe ich das ausgewählt? Aus folgendem Grund, weil diese beiden Tattoos, glaube ich, gecovert wurden. Und wenn die gecovert wurden, dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, das sieht scheiße aus. Noch dazu kommt, mir ist aufgefallen, dass dieser Herr, warum auch immer, verdammt oft 6ix9ine irgendwie auf seinem Körper hat, ja. Ja, wir gucken uns mal das hier unter dem Auge an. What the motherfucking... Was ist da los? Viel zu klein gestochen. War anscheinend zu hoch pigmentiert die Farbe. Oder einfach zu tief in die Haut eingedrungen, die Nadel. Eins von beiden wird sein. Oder es kann auch beides sein, natürlich. Gibt es auch. Ja. Hier hinten sehr verblasst. Man erkennt schon gar nicht mehr, was es wirklich ist. Und hier hinten ist es so tief. Und ich finde auch zu klein und auch unpassend. Sieht einfach nicht cool aus. Würde ich an seiner Stelle, alles klar, an seiner Stelle weglasern lassen. Ganz klar. So, hier oben haben wir wieder 6ix9ine, hier auch nochmal 6ix9ine, alles in verschiedenen Schreibvarianten. Ja, fragt mich nicht, warum der so einen Fetisch dafür hat, seinen eigenen Künstlernamen immer wieder zu vertreten auf seinem Körper, keine Ahnung. Hier haben wir nämlich noch die fette 69, die halb rausgebrochen ist, was passieren kann übrigens am Kopf. Das ist wirklich, man ist stark am Bluten, ja, ist mir aufgefallen. Am Kopf bist du echt stark am Bluten. Aber meiner Meinung nach müssten schwarze Sachen sitzen, sofort. Vielleicht ein bisschen hier und da rausbrechen, aber nicht so stark wie bei der neuen. Ja, wird wahrscheinlich auch richtig reingeballert worden sein, das Ding. Ich habe das Gefühl, das war alles so ein bisschen hinterhofmäßig mit einer Whisky-Pulle. Ja, kommen wir mal zum nächsten Bild. Ja, kommen wir zum Spider-Schwein. Nee, hier zum Spinnnetz. Finde ich, ist von allen in seinem Gesicht das bestplatzierte Tattoo in seinem Gesicht. Weil, wie ihr schon selber sehen könnt, ich habe irgendwie gerade Sprachfehler. Ich muss eigentlich was trinken, aber ich will das Video mit einmal durchziehen. Ich lasse es einfach so. Ist authentisch. Es ist perfekt der Körperform angepasst. Guckt euch das mal an mit dem Kinn, wie das so genau der Winkel, ja, na, 45, vielleicht nicht ganz 45 Grad auf jeden Fall. Es ist perfekt gesetzt, ja. Es sieht wirklich, wenn euch das jetzt mal vorstellt, ohne die anderen Tattoos, sitzt es richtig perfekt. Also der, wer auch immer das gemacht hat, ich weiß nicht, ob es immer derselbe ist, aber da hat er auf jeden Fall mal nicht getrunken. Oder, ja, da hat er dann kurz mal sich irgendwie Tutorial-mäßig bei YouTube Tattoo-Tutorials angeguckt, wie man das richtig macht oder wie man was setzt. Auf jeden Fall ist das Bombe. Ja, das sitzt richtig gut. Gut, jetzt mit dem Netz da hier, dass da irgendwas auseinander geht und so, das ist ja beim richtigen Spinnnetz genauso der Fall. Es muss nicht alles richtig sein und in einer Reihe. Nein, es gibt Spinnnetzarten, das ist auch ein bisschen durcheinander, also alle Dude. Oder die Spinne wurde da einfach belästigt und wollte dann schnell weggehen und deswegen ist das dann noch dabei rausgekommen. Auf jeden Fall, finde ich, ist das beste platzierte Tattoo, was er hat im Gesicht. Ist wirklich genial. Also wenn irgendeiner mal da draußen der Meinung ist, er möchte das auch so machen, dann setzt das genau so. Egal, was du machst, so kinnmäßig, setzt das genau dahin. Es sieht wirklich geil aus. So, weiter. Ja. Siehst du, das meine ich jetzt wieder mit linke Seite, rechte Seite. Man weiß immer nie, wie die Bilder geschossen sind. Auf jeden Fall können wir jetzt, glaube ich, mal richtig erkennen, sehe ich gerade, dass da wirklich Oscar steht. Da steht wirklich Oscar. Ob das hier unten jetzt eine AIDS-Schleife ist oder ein R, das auf jeden Fall kommt trotzdem Oscar raus, egal wie man es spricht. Ja, wie wir sehen können, sah das so mal aus. Übrigens, die Grids feiere ich extrem, ne? Hat zwar jetzt nichts damit zu tun, aber die Grids sind so heftig, boah. Ja, hier wollte ich nochmal zeigen mit dem Oscar, ne? Also jetzt, wie ihr sehen könnt, da kenne ich das alles und das ist auf jeden Fall ein Bild davor. Also hat er das nachträglich machen lassen mit den roten, schwarzen Streifen. Warum diese Farbe gewählt wurde, keine Ahnung. Vielleicht passend zum Saw-Maskottchen. Oder ich hatte es irgendwas mit gangmäßig irgendwas zu tun. Ich habe keine Ahnung, wo die ganze Snitch 6ix9ine wo er so über ist. Ja, gucken wir mal weiter. Hallo, weiter. Weiter geht nicht, wie ich gerade festgestellt habe. Dann müssen wir das mal kurz anders machen. Das ist natürlich scheiße. Zack, ja. Und zwar wollte ich nämlich noch ein Bild mit euch durchgehen und zwar ganz cool, weil hier können wir sehen, wie der Herr ohne Tattoos war im Gesicht. Und
Ich würde sagen, das packe ich jetzt immer mit rein, mit diesen Gesichtstattoo-Serien, die wir jetzt hier weiterführen werden, von verschiedenen Künstlern. Ich muss sagen, also wir gehen jetzt mal durch. Ohne Tattoos würde passen. Ne Homo, muss man heutzutage sagen. Hashtag ne Homo. Ach so, genau. Nee, Quatsch. Jetzt weiß ich, was ich da, glaube ich, sagen wollte. Und zwar die Rose, die er noch im Kopf hat. Er hat ja das covern lassen. Genau, das wollte ich euch ja zeigen. Und zwar hat er die oberen beiden Schriftarten quasi, wo 6ix9ine stand. Im Endeffekt ist es ja dreimal untereinander. Einmal unterm Auge und zweimal über dem Auge. Das hat er sich ja covern lassen. Das eine 6ix9ine ist, glaube ich, noch lesbar, so wie wir es auch jetzt hier sehen können. Ist echt ein scheiß Bild, fällt mir gerade auf. Und ja, die Rose soll, glaube ich, das eine andere 6ix9ine, ich weiß nicht, ob das erste Tattoo war, keine Ahnung, überdecken. Auf jeden Fall hat er sich da eine Rose stechen lassen. Hat er. Warum? Kann ich euch nicht sagen. Warum auch in Farbe, kann ich euch auch nicht sagen. Aber der Junge ist ja auch mal eigentlich knallbunt, kann man dazu sagen. Ne? Eigentlich passt es dann wiederum auch. Finde ich aber, ist auch nicht doll gestochen und meiner Meinung nach auch nicht gut gecovert. Aber ja, jedem das Seine. Ich beurteile halt nur, wie ich es finde und ich muss sagen, es ist scheiße. Ja, hier sehen wir den Herr, wie gesagt, ohne Tattoos. Passt. Aber ich finde auch, er hat ein Gesicht mit, es passt mit Tattoos. Ne? Es ist irgendwie jetzt so, als wäre er so damit geboren und da ist es. Ich finde, es ist jetzt ein Herr, der kann es, bei dem passt es. Ja, irgendwie passt es nicht. Ist er, glaube ich, auch ein halber Mexikaner, oder? Latino, Mexikaner, irgendwie sowas. Und ich finde, bei dem passt es auf jeden Fall. Anders bei Post Malone. Ich finde, bei dem passen überhaupt nicht die Gesichtstattoos, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der so ein rundes Gesicht hat mit diesen Locken hier so. Ne? Hat er Locken? Ja, der hat so Yum-Yum-Nudeln, glaube ich. Ich finde, es passt absolut gar nicht. Das passt eher zu 6ix9ine. Ja! Schreibt es was in die Kommentare, wenn ihr der Meinung seid, ich soll wieder den nächsten rausfischen und mir angucken. Sollen wir mal deutsche Rapper nehmen? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn ihr es überhaupt bis hierhin gesehen habt. Ja, ich würde sagen, bis dann, Antenne. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Däumchen oben. Ja, viele Sprachfehler, ich weiß, aber ich habe übertrieben Durst und habe gerade eben 7 Stunden gearbeitet. Also, nicht so übel nehmen. Bis deine Antenne. Haut rein.